Manuel, wir sind schon auf Sendung. Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder bei Dador Tischlerstube. Diesmal ist es so extrem geheim. Wir sind in einem Haus herinnen arbeiten, die wollen aber gar nicht, dass wir arbeiten. Also wir sind quasi einfach hereingegangen und hängen denen jetzt Möbel auf, die uns übergeblieben sind. Wir haben für eine andere Baustelle zu viele Möbel gemacht. Und was tut man mit den Möbeln, Ehrlich? Früher hätten wir sie weggeschmissen, oder? Ja, weggeschmissen. Aber jetzt ist irgendwie alles so teuer, jetzt schmeißen wir das nicht weg. Und jetzt haben wir diese Gelegenheit genützt, in dieser Wohnung war die Türe offen, der hat ja gleich gesagt, da montieren wir jetzt Möbel. Jetzt montieren wir das, die Hausfrau ist gerade nicht hier, wenn sie zurückkommt, hängt hier alles voll. Ich glaube, ein Teil einer Küche ist auch dabei. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier in den Fliesen hineingedreht, diese, wie sagt man zu diesen Haken eigentlich? Keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall, die haben einen Schlitz, mit der Hand kann man den nicht ordentlich hineindrehen. Wichtig ist auch, wenn hinten Rigips gewesen wäre, wäre das mit der Fliese auch. Ah, das ist ein anderes Thema. Jetzt mit der Hand geht es nicht mehr, jetzt probiere ich das mit dem Schlitzschraubenzieher. Das ist auch nicht gerade die Lösung. Und vor allem bekommt man Kabaltunnelsyndrom, wenn man jetzt ganze Zeit schraubt, über mehrere Monate hinweg. Erich, du musst die Kamera ruhig halten. Also naja, der Kabaltunnelsyndrom ist wackel. Hochformat. Was denn? Muss ich da quer? Das wird ein komisches Video werden. Oh, auf jeden Fall geht das schwer. Und es gibt welche, die haben hier einen Torx-Einsatz unten, dann kann man die reindrehen. Aber der Erich hat hier eine ganz besondere Maschine entwickeln lassen. Oder hast du die entwickeln lassen? Oder? Ich habe es leider nicht erfunden, sonst wäre ich jetzt nicht mit dir hier. Okay. Okay, ich übernehme, Erich. Okay. Es gibt da sowas. Das wie heißt keine, das? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie das heißt. Ja. Und wie das heißt, wissen wir auch nicht. Aber das ist eine Bohrmaschine. Aber was wir wissen ist, wie ist der Name? Ach so, das habe ich jetzt auch gleich vergessen. Ich glaube, es ist Datenschutz. Datenschutz. So. So, ja, das sind so kleine Stifte. Achtkant, glaube ich. Und die passen sich, da sind so kleine, ist eine Feder drin. Und das passt sich eigentlich da so an, wenn man reinsteckt. Und dann dreht man einfach rein. Wie lange drehst du da jetzt? Noch ein wenig? Noch ein wenig. Ja. Ja, am besten müssen wir den Schraubenzieher, die Feinjustierung, die ist nicht so gut. Oder mit deiner Zange. Die Bohrmaschine locker lassen, dass die schwingen kann, weil das ist Eierklavier. Okay, super, Jari. Okay, passt, das war's. Verabschieden wir uns wieder. Ja. Warum haben wir nur so ein kurzes Video gemacht? Ja, wir haben jetzt Holz gesammelt. Achso. Ja, und streichelt. Falls der Winter kalt wird. Ja. Erich, ich verabschiede mich. Sagst du auch Tschüss? Tschüss, Papa, wir sehen uns. Tschüss, wir sehen uns auch. Warte, Erich, hält die Kamera. Ja. Das ist, wir sagen Danke, wir sehen uns wieder irgendwann. Ja, irgendwann. Tschüss, Papa.